Es hat nichts mit der Frage zu tun, ob eine nicht die geschändeten Weiber in Ex-Jugoslawien dauern. Damit hat es eben in der Politik nichts zu tun. Was, Stella, ich meine Sprachregelung. Mensch, ihr seid so kindisch. Also die vergewaltigen die Frauen, ob die einem nicht leid tun. Ich beherrsche die biblische Sprache, ich beherrsche das mittelalterliche Deutsch, ich beherrsche auch das Moderne, aber macht doch nicht an Sprachprobleme, ihr versteht es doch ganz gut, was ich meine, oder? Das glaubt ihr doch selber nicht, dass es daran liegt. Das kann doch nicht die Sprache sein. Die Sprache ist eine Spiegel von den Gedanken. Nein, die Sprache ist kein Spiegel der Gedanken, sondern sie sind die Gedanken. Das ist das Ausdrucksmittel. Also hör fälligst meine Gedanken und hör kein Spiegel. Das war ein Unsinn, ausgerechnet das mir. 12 Jahre meines Lebens mit Sprachwissenschaft vergeudet. Unsinn da. Schon vorher, ich sage Neger, schon jauft einer auf, der seid mir so langsam verrückt und ich falle mich hier schwarz oder Neger, sage, ihr wisst doch, wen ich meine, oder? Ihr wisst doch auch, dass es den Kreaturen ziemlich schwer gemacht wird und zwar auch von deutschen Boden aus. Wenn du so benutzt den Code der Autorität. Ach, du spinnst ja, das ist doch kein Code. Du, ihr verwechselt einfach, wenn man die Wirklichkeit, das, was in der Politik und in der Öffentlichkeit gemacht wird, zitiert, dann haltet ihr das für eine schlechte Meinung. Nein, es geht nur darum, ich bin ja. Ja, wenn ich die Realität zitiere, dann bin ich doch nicht ihr Parteigänger, umgekehrt, ich mache euch den Vorwurf, bloß durch Sprachänderungen nicht mehr als ihr Parteigänger zu erscheinen, das müsst ihr mir erstmal vormachen. Überall innen, ja? Nein, wir wollen eine Senkung der Preisinnen, ja. Eine Senkung der Butterpreisinnen wollen wir. Was hast du da verändert? Was hast du da einer Frau für einen Gefallen getan? Warum müssen die Linken sich immer streiten? Die müssen sich überhaupt nicht streiten. Die müssen sich überhaupt nicht streiten, sondern streiten sich, wenn sie eine Differenz haben. Was soll denn das jetzt wieder auf Harmonie, einen Harmonieantrag zu machen? Also nochmal, damit jetzt zum Abschluss kommt, der Nerd wird schon laufen. Ich wollte bloß klarstellen, wenn, dann greift die Überlegungen an und kommt irgendwie zu Sachen mit Sprachregelungen und so weiter. Die kann ich euch leicht klar machen. Und das ist keine Differenz. Es ist auch nicht wahr, dass jemand, der einmal Weiber statt Frauen sagt, irgendwas Rassistisches gegenüber den Frauen vertritt. Ich kenne ihn noch als sexistisch. Ach, sexistisch noch blöder! Sexistisch! Das war ein Schwarm! Ach gut, glaubt halt dran, es ist mir ja wurscht.